Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte gerne euch mitnehmen zu meiner Wundheilung, was meine Powder Brows angeht. Genau wie meine Schwester möchte ich euch auch mitnehmen, was den Heilungsprozess angeht. Das ist jetzt erstmal so das erste Video, wo ich auch Salbe drauf habe. Ich behandle nämlich die Wundheilung mit einer Wund- und Heilsalbe von Bepanthen. Es ist für mich jetzt der... Lass mich nicht lügen. Am Freitag waren wir da. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja, Montag ist heute Montag, also ist heute der vierte Tag. Und nach dem vierten Tag kann ich euch schon sagen, dass es anfängt schon zu jucken. Also dementsprechend ist auch schon eine Wundheilung erfolgt. Das heißt, wenn es juckt, dann heilt es, ne? So sagt man das ja immer. Und da ist was dran. Die Wundheilung bei mir und meiner Schwester wird maximal 3 Wochen dauern. Das heißt, wir dürfen auch 3 Wochen nicht ins Solarium gehen. Meine Schwester und ich, wir sind eigentlich sehr, sehr gerne dort. Aber wir dürfen nicht wegen des Infektionsrisikos. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Tag 4 angekommen. Und es ist halt einfach wirklich beim Schlafen etwas schwierig. Für mich persönlich. Weil ich habe mir, wie man es mir auch empfohlen hat, ein Handtuch über mein Kopfkissen gespannt. Dann kann ich nämlich mich auch wälzen, ohne dass ich überhaupt das Gefühl habe, dass ich mich infiziere. Und dementsprechend habe ich jetzt die 4 Tage auch extrem schlecht geschlafen, weil ich wirklich nur so gelegen habe, also auf meinem Rücken gelegen habe. Und das war halt nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Aber das müsst ihr nicht tun. Ihr könnt euch ganz normal eigentlich hinlegen, aber macht Sinn, wenn man Bepanthen drauf hat. Wenn man weiß, dass die Farbe gerade einzieht, dann legt man sich natürlich nicht so hin, wie man es gewöhnt ist. Und es ist auch schon 1, 2 kleine Krusten zu sehen. 1, 2 sind auch schon abgefallen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin echt zufrieden. Bis jetzt ist noch keine Riesenkruste, dass ich sagen kann, okay, jetzt muss ich Angst haben, dass ich alles an Farbe verliere. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall alles noch in bester Ordnung. Was mich halt ab und an stört, ist, dass meine kleinen Babyhärchen hier in die Augenbrauen rutschen. Und da achte ich halt jetzt drauf, ne, dass da nichts reinkommt. Das ist jetzt der 7. Tag. Es ist jetzt 1 Woche her, als meine Schwester und ich uns unsere Augenbrauen machen lassen haben. Und ich möchte euch gerne heute ein Update geben. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis meiner neuen Augenbrauen. Ihr könnt das sehen. Ich habe auch noch Creme drauf. Also bei mir ist das wirklich so, ich lege sehr viel Wert darauf für die Nachpflege. Das solltet ihr unbedingt auch beachten. Denn je mehr ihr die Augenbrauen pflegt, desto besser ist die Wundheilung. Und ich möchte euch jetzt gerne mal näher rannehmen, sodass ihr euch das Ergebnis nach 7 Tagen einmal anschauen könnt. Wie gesagt, die Augenbrauen sind eingecremt. Und ihr könnt gut sehen, dass sich schon Krusten gebildet haben. Auf der Seite weniger, aber hier könnt ihr das gut sehen. Right here. Auf der anderen Seite findet man ehrlich gesagt keine Kruste mehr. Also nicht, dass ich das jetzt sehe. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Was ich noch dazu sagen möchte, was ich nicht so erfreulich finde, ist, dass es tatsächlich wirklich sehr juckt, Leute. Ich bin wirklich keine geduldige Person, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe da wirklich Probleme mit gehabt, dass das wirklich so am Jucken war. Ich habe aber natürlich auch einen Tipp für euch. Und zwar, geht bitte nicht mit euren Händen an die offenen Stellen, weil das kann natürlich zu Entzündungen führen. Und das wollt ihr natürlich nicht. Und dementsprechend, nehmt euch einfach ein Tempo. Wenn es juckt, tupft ihr einfach bitte nur so da drauf. Das ist wirklich viel, viel, viel besser, als wenn ihr da anfangt, rum ran zu kratzen, weil das ist überhaupt nicht gut. Ihr sollt es alles natürlich abfallen lassen und nicht daran rumkratzen, denn das ist nicht gut für erstens für die Wundheilung und zweitens ist es auch nicht gut, weil ihr kratzt damit auch die Farbe runter. Es ist natürlich so, dass die Farbe auch ein bisschen heller wird, das habe ich euch ja hier gezeigt. Hier könnt ihr das sehen, dass der Farbverlauf anders ist als vor ein paar Tagen. Das ist aber auch klar, weil ihr spült die Krusten und die Farbe ja auch so oder so beim Waschen mit runter. Und das ist auch endlich das Ergebnis, was ich mir erhoffen kann nach 1 Woche. Genau, ich muss jetzt noch 1 Woche auf jeden Fall warten, bis ich wieder in mein heißgeliebtes Sonnenstudio gehen kann. Aber eigentlich 3 Wochen, ich halte es aber nicht aus. Ich finde, die Wundheilung ist jetzt eigentlich schon auf dem besten Wege zu heilen.
Und das wollte ich euch eigentlich jetzt nur aufgenommen haben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare jetzt schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Update. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich beende das Video jetzt mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne deinen Daumen nach oben. Abonnieren ganz kostenlos und freiwillig. Für die Leute, die uns bereits schon abonniert haben und die Glocke noch nicht aktiviert haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Denn so verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Das ist jetzt das Abschlussvideo und ich nehme euch jetzt nochmal näher ran. Ich denke, das ist jetzt das Ergebnis, weil wirklich keine Krusten mehr da sind. Also nicht, dass ich sie wirklich sehe. Das Ganze wird natürlich etwas gräulicher, aber darauf habe ich mich ehrlich gesagt eingestellt und finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Aber was ich sagen muss, nochmal an der Stelle, viele werden das vielleicht auch sehen, die wirklich sehr pingelig sind. Auf der Seite ist es etwas dünner gemalt und hier etwas dicker gemalt und der Bogen geht etwas mehr nach oben. Das ist nicht immer alles gleich, was da gezeichnet wird. Die gibt sich wirklich Mühe, das wirklich so zu machen, dass ihr auch wirklich zufrieden seid. Aber Augenbrauen sind keine Zwillinge, sondern nur Brüder. Also man kann das gar nicht so gleich machen. Ich versuche mich jetzt mal gerade hinzusetzen. Auch mal gerade zu gucken. Aber das ist, denke ich mal, das Ergebnis. Das Jucken, wie gesagt, das ist schon anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber tatsächlich sind meine Schwester und ich wirklich bemüht, nicht zu kratzen, sondern eher wirklich mit dem... Kann ich euch auch zeigen. Wir nehmen nämlich dann immer dieses Tempo und drücken auf die juckende Stelle so. So. Und wie ihr sehen könnt, das ist eigentlich am schonendsten. Klar, hier seht ihr ein bisschen Farbe, aber besser, als wenn ihr das abkratzt. Wichtig auch immer ein frisches zu nehmen. Heute Morgen habe ich dann das erste Mal mit einem Wattepad und einem Gesichtswasser mal die Augenbrauen abgewaschen. Also ich hatte wirklich das Verlangen danach auch mal diese sauber zu machen. Es hat jetzt nicht gebrannt oder so und ich fühle mich jetzt etwas sauberer. Weil ihr müsst auch wissen, wir haben ja auch feste Wimpern und die Wimpern, die schlagen halt immer so ein bisschen gegen die Wund- und Heilsalbe und fetten dementsprechend auch nach und deswegen möchte ich sie gerne auch nochmal waschen. Ich beende jetzt dieses Video. Vielen Dank für dein Interesse, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!